Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play mit Captain Reliox Star Wars Outlaws. Ich habe wieder einen verwegenden Plan. Und zwar möchte ich wirklich mal wieder den Ruf, mal wieder ist gut, ich will mal den Ruf steigern hier beim Huttenkartell. Und dazu habe ich mir schon ausgesucht, Gelegenheit Huttenkartell, das seht ihr hier, das ist das Gelbe. Huttenkartell auf Karte zeigen. Und wir wollen versuchen, den Ruf zu steigern. Und das will ich jetzt mal mit euch angehen. Ich bin, ihr habt nicht viel verpasst, ich bin hierher gereist mit dem Gleiter. Ich habe allerdings zwei Fragezeichen erkundet und auch ein bisschen was Loot gefunden, aber nichts Außergewöhnliches. Das macht man ja so beim Erkunden der Welt. Ich wollte euch nicht die Sicherungspunkte erreicht. Okay. Weiter geht's in der Story. Jetzt wollen wir mal den Ruf steigern. Versuchen wir es mal mit der Gelegenheit. Kaves, Grancha Tatisa Uba Salif. Nicht dein Verdienst. Uba di noa chusa Gigi Hopa. Guspa sa uba wanta dat punkpa. Ja, Trailblazer, Tuamasu. Sie steht nicht zum Verkauf, falls du darauf hinaus willst. Oh, Tagua. Che numa uba no bata kapolado. Things. No bata. Eko gi chusa sa do grani captain. Okay, mal wieder ein Weltraum. Gehört Toshara nicht überwiegend zum Pike-Territorium? Ach, das ist doch bescheuert. Dann nimmst du was an für die Hutten und dann musst du die Pikes wieder... Also das gefällt mir wirklich nicht. Du hast deine Pilotin. Grancha. Ah, das ist ja echt bescheuert. Dann schafft man ja gar nicht alle gleichzeitig. Oder mache ich da was falsch? Muss ich einen Auftrag annehmen, wo wirklich nur Konvoi... wo wirklich nur Tatooine Orbit... Okay, da düsen wir aber jetzt nicht wieder zu Fuß hin. Dazu gehen wir auf die Karte. So. Oh, dann verscherze ich mir mit den Pikes. Es ist doch ein Drama. Was ist? Wie soll man das denn schaffen? Okay. Da ist meine Landezone. Schnellreise. Aber jetzt können wir unseren neuen Geschützturm, unser neues Geschütz ausprobieren. Aber es ist ja wie es Willkommen ist. Zurück. Okay, kann ich mit dem nochmal reden? Nö, kann ich jetzt nicht. Okay. Sitzen! Starten! Verschwinden wir von hier in die 5. Systeme stabil. Aber das ganze Setting, die Atmosphäre, das ist echt toll gemacht. Ich fange an, mich zu wiederholen, dass ich jetzt das lobe in die höchsten Töne. Aber es ist einfach, es macht einfach Spaß. Und wie gesagt, bin motiviert, auch nach der Hauptstory weiterzuspielen. So, Orbit. Hast du schon mal einen Konvoi eskortiert? Normalerweise stehe ich auf der anderen Seite. Gut. Wenn ich jemanden wie dich sehe, drücke ich ab. Okay, na, das wird ja was. Ich habe es in Pike. Ja, mitten in Jabba's Revier. Folgen Sie uns.
Oh, das ist aber besser geworden. Die Schussfrequenz und... Ich habe ja einiges letztes Mal an dem Schiff verbessert. Na komm. Jetzt habe ich dich. Überhitzt. Zack. Verteidige die Frachter. Okay, das haben wir auch noch an der Backe. Dass die nicht zu viel Schaden abkriegen. Wie viele sind denn das? Punkt erreicht. Reise in den Orbit von Tashara. Gebe die Koordinaten für den Hyperantrieb ein. Zeit zum Sprung. Nimm's nicht persönlich, Gorak. Ich tu den Hutten nur einen kleinen Gefallen. Hast du eine Ahnung, wie viel das Silikax auf dem Konvoi wert ist? Was auch immer man dir versprochen hat, ich zahl dir das Doppelte. Auftrag zu Ende bringen. Tut mir leid, Gorak. Da musst du schon früher kommen. ND, warn den Frachter. Gorak macht ernst. Warme Huba Huba Naga Kid. Gigi no Lia, Jake, please. Sodele, ich bin noch da. Keine Sorge.
Ich bin ein bisschen durchs All geirrt, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht, aber ich habe jetzt dann doch den Weg gefunden. So. Wo sind sie jetzt? Wo sind sie jetzt? Wo sind sie jetzt? Wo sind sie jetzt? Sieht nach Pikes aus. Bestätigt. Ich hab's! Das ist doch mit dieser verbrenzlich! Daza Hakuchichi Sawama Oberchaves. Magda Numadat Pankba Bola Nuria. Noch mehr Pikes. Ganz schlecht. Oh, sag mir, dass wir schon fast bei Toshara sind. Wir haben etwa die Hälfte. Ach, die sind zu schnell. Versuch es nochmal, Kay. Alles klar. Die Pikes werden mir eine Lektion erteilen, Bess.
Kammer. Wie heroisch. Feindliche Pike. Fest abgeschlossen. Weißt du, womit ich es da draußen zu tun hatte? Du hast Glück, dass ich so viel retten konnte. Oh, Peitschenika. Ey, das ist doch echt zum Kotzen. Also ehrlich, man will den Ruf steigern und muss immer wieder dann den anderen wieder senken, den Ruf. Es ist echt scheiße. Oh, Tatooine. Ja, die sind immer nach Tatooine. Jetzt bin ich bei den Pikes wieder gut und bei den Hutten wieder. Ne, bei den Hutten bin ich jetzt gut. Und bei den Pikes bin ich jetzt wieder unten durch. Ja, gut. Okay. Dann landen wir hier mal. Vielleicht lasse ich das drin als Folge. Damit man mal sehen kann, wie bescheuert das eigentlich ist. Mos Eisley, fahren wir dahin. Also das Rufsystem ist echt, das ist echt ein Ärgernis ohne Ende. Ich will mit allen gut stehen. Aber es ist nicht möglich. Irgendeinen trete ich dann doch immer auf die Füße. Voll bescheuert. Tja. Wieder da in den. So, hinten raus kann ich, hier kann ich raus. Alles klar, wie sieht die Sachlage denn aus? Ruf. Gelegenheit habe ich gemacht. Geht das vielleicht zum Schluss auf? Gorak hat einen Auftrag für Kai, den er nur persönlich besprechen möchte. Er bittet um ein Treffen mit Makals Spielhölle. Ruf.
Pike Syndikat. Roten Kartell. Crimson Dawn. Pike Syndikat. Ja gut, okay. Journal, ja, was soll man sonst machen, ne? Die Mittlerin, bringt das denn was? Ruf vielleicht nur bei einer? Ich weiß es nicht. Alles klar. Hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Da konntet ihr mal sehen, so ein Luftkampf. Eine Gelegenheit hier bei dem Ruf zu verbessern. Ich glaube, nächstes Mal mache ich wieder weiter mit den Fähigkeiten. Hier der Profi-Zocker. Wir haben immer noch einen. Und Rooster Trace im Domarefektorium für Ärger gesorgt. Alles klar, in diesem Sinne, euer Captain Riliok. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ruf steigern, ich glaube nicht. Experten freischalten, ich glaube ja. Naja, schauen wir mal. Diesmal haben wir Ruf gesteigert. Hoffentlich hat es euch auch Spaß gemacht. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Euer Captain Riliok. Und in Hamburg sagt man Tschüss. Bis dann. Tschüss.